Servus, du weißt bestimmt da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen Folge 52 von Pokémon per Randomized Version. Wir sind auf dem Weg nach Blitzach. Ich zeige euch mal wieder verführerisch die Karte. Die Musik ist super. Gut, wir sind hier auf dem Weg. Ich habe euch letztes Mal erzählt von den verschiedenen Seen, Wahrheitsufer. Team Galactic war dort und hat die drei Legis entführt. Wir sind auf dem Weg, um Rufus zu helfen. Einmal hier Stärke, Ufer. Und wir sind auf dem Weg nach Blitzach. Stärke haben wir uns im letzten Part geholt. Haben wir vergessen, deswegen habe ich das jetzt nochmal schnell nachgeholt. Piccolo ist vorne. Gut. Kann jetzt nochmal vorne bleiben. Gut. Muss mal ein bisschen um. Hier wäre ein Trainerkampf. Gehen wir mal hin. Schauen wir mal, was die gute Perle da für Pokémon hat. Ich bin ein ASS und ich kann sehen, dass du auch ein ASS bist. Ein Ass bist. Ich bin ein Ass. Ass. Eine Herausforderung von Astral Ad. Perlu möchte kämpfen. Perlu, Perlu. Sieh dir meine schönen Perlen an. Level Cap ist echt gemein, sehe ich gerade. Wow, 35. Ja, Level 40 bin ich überall. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen trainieren sollen, aber ist ja nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Eisenabwehr. Verstärkt nochmal die Verteidigung. Es hagelt. Und beide Teilnehmer werden dadurch verletzt. Außer Mammutl. Mammutl hätte hier jetzt halt echt einen Bonus. Knirscher. Piccolo ist echt mächtig geworden. Ist immer noch der Leader. Obwohl ich nicht weiß, ob Luxtra schon fast stärker geworden ist. Im Grunde genommen Elektro gegen Wasser. Geben sich beide die Hand. Aua. Der Hagelsturm, das tut aber weh. Ich werde hier wahrscheinlich einige Trainer überspringen, weil ich möchte wirklich ganz schnell zum See der Stärke und nach Blitzach. Dann hätte ich diese Sachen aufgedeckt, dann kann ich immer wieder hinfliegen und dann halt auch die Trainer dann klatschen. Ich habe ja schon gesagt, nenne es Faulheit oder keinen Bock drauf. Das Ganze ist schon unterhaltsam genug. Ich möchte ein bisschen mit der Story vorankommen. Ich habe ja schon gesagt, wir werden wahrscheinlich, naja, schon boah, bis Folge 70 kommen. Also da lasse ich mir schon die Zeit. Da ich dieses Spiel auch nicht mal so 100% im Kopf habe. Ja. Ich will dieses Pokémon mit Fliegen beehren. Und erst im Spiel nehmen. Gigasauger. Hat nicht funktioniert, mein kleines süßes Rosalia. Hagelsturm greift uns beide ganz schön ins Gemüt. Das macht mir aber egal. Was aus. Und fliegen, das dürfte es gewesen sein. Mein Team ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, Arena-Kampf. Bin ich mal gespannt, was raus wird. Ob wir wieder ein Pokémon verlieren oder nicht. Geh weiter, schauen wir mal. Könnte hier was sein? Ich werde ja auch einige Trainer machen, so ist es ja nicht. Bin ja nicht nur stinkefaul. Schauen wir mal. Schutz wirkt nicht mehr, wie lustig. Ha! Dich konnte ich umgehen, kann ich dich auch umgehen? Schauen wir mal. Ja. Sehr gut. Hütte, Flockentanz. Schöner Name für eine Hütte. Ein warmes Bett bringt warme Füße und den Körper. Ich war Pachiri so, möchten wir uns wärmen? Pachiri so. Pachiri. Pachiri ist kalt, ja. Wenn du magst, kannst du dich hier ausruhen. Wie du sehen kannst, ist diese Hütte sehr heruntergekommen. Daher kannst du machen, was du möchtest. Ich habe keine Speckschicht, wie manch der Pokémon sie haben. Daher trage ich mehrere Schichten Kleidung übereinander. Pachirisu! Komm!
gibt eine kleine Schlafrunde. Wir sind erholt. Bakirisu hüpft wieder auf meine Schulter, wärmt meinen Nacken und Mamutl wärmt mich auch. Hol ich raus aus dem Pokéball und dann klammere ich mich da so fest an. Weil es ist schon arschkalt, ne? Arschkalt. Es ist wieder kalt, Alter, mein Gott. Wenn du in die falsche Richtung guckst, ist es schön. Wow, Glurak hier, ja? Mein Freund, sei dir gegrüßt. Starter versus Starter. Jo. Warte mal, ich muss mal kurz mein Stift hier. 52 muss ich noch notieren, ja? Jo. Gegangen. Wir können nicht alle Kämpfe umgehen, ja? Ein paar Kämpfe müssen sein, wie diese zum Beispiel im tiefsten Schneesturm. Diese Kälte kann sich mit dem Feuer in meinem Herzen nicht messen. Das Feuer in meinem Herzen lodert voller Stärke und Liebe. Du hast 3 Pokémon als Trainer. Auch so nicht so schön. Aber spannend. Level Cap 34. Wir sind Level 40. Und das ist gut. Wir machen mit Surfer weiter. Wir müssen aufpassen, dieses Pokémon hat eine Fähigkeit, oder? Oder eine Attacke des... Genau, Farbwechsel. Wassertyp wird es dadurch. Und jetzt wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt Luxtra nehmen würde, ein unglaublicher Vorteil. Aber warum sollte ich jetzt ein Pokémon wechseln? Dann kriegt es eben nur einen Hagel ab und eine Attacke von Kecleon. Deswegen werde ich einfach einen Schlitzer einsetzen. Das müsste es eigentlich genauso ausreichen. Was, du, das ist erst das Anfangen mit einem Schattenstoß. Das ist aber fies. Und ein Volltreffer auch noch. Das beeindruckt mein Piccolo aber so herzlich. Ich freue mich auf die Arena. Die Arena ist unheimlich trickreich und Rätselhaftigkeit, an die Arenenleiterin ranzukommen. Ah, das ist so ein Knotenpunkt in meinem Leben. Hagel weiter. Jetzt können wir mal wechseln, finde ich. Hagelsturm trifft. Forstelka. Stahltyp. Ich glaube, ich sollte lieber bleiben. Würde ich meinen. Wasser ist da ganz gut. Feuer habe ich leider nicht mehr. Es wird Zeit, dass ich ein Knirsch einsetze, klar. Yeah. Beiß dieses Verstärker zu Tode. Das ist gut, so wie du es machst, Piccolo. Hat bloß nichts gebracht. Piccolo, es tut mir leid. Spiegelsalve. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, es ist eine Stahlattacke, müsste das sein. Zieht auch ordentlich ab, finde ich. Au. Verstärker kriegt aber auch Schaden ab. Und Surfer wollte ich eigentlich einsetzen. Ersäufe alle. Wenn man sich das eigentlich vorstellt, da sind ja auch die Arenenleiter, sage ich. Die Trainer weggespült. Alles ist weggespült. Schnee ist weggespült. Die Bäume sind weggespült. Wo holt Piccolo jetzt die Explosion raus? Wow. Ich hasse diese Attacke wirklich. Ja, jetzt holt Piccolo erstmal gar nichts raus. Schön, ne? Dass das passieren kann, aber Explosion ist hart. Ariados, Ariados. Wow, wieder so ein tolles Ariados im Schnee. Aha, Schnee, Kind, mein Füßchen. Sehr eklig, mein Kittykind. Pupita ist so scheißegal, ob das Schnee ist oder nicht. Das ist so effektiv. Und wir verabschieden uns von Guldos. Nicht, sondern von Ariados. Wollt ihr wieder? Meine Herren. Oh, cool. Das ist der Schnee. Ein Schneetanz. Ich will jetzt wirklich keine Aufmerksamkeit erregen. Auch so einer, der mir gefährlich nahe kommen kann und möchte.
Schauen wir mal hier. Das ist auch so ein Mädchen. Lassen wir mal auch so links liegen. Warum lässt du mich links liegen? Das ist gemein. Ich wollte doch mit dir spielen. Gerade Piccolo verloren. Aha. Folge dem Pokéball. Eisen erhalten. Sehr schön. Müssen wir mal auch den Pokémon geben? Gucken wir mal. Weil wir haben ja auch davon sehr viel. Schauen wir mal. Wir haben hier... Ach so, das ist hier. Diese Seite. Calcium. Ein gehaltenes Getränk. Ein gehaltvolles Getränk, das den Spezialangriff eines Pokémon anhebt. Spezielle Verteidigung. Eisen haben wir auch zwei. Verteidigungswerte. Ein KP Plus. Oh mal. KP Plus. Wer könnte denn da was brauchen? Ja, eigentlich schaut es ja sehr, sehr gut aus. Wir geben Zell 1. Dann macht er den nächsten Schritt. Ja, und unser Guldo hat auch aber gar nicht so viel gewirkt, wie ich finde. Sonnenbäumchen lassen wir mal Bäumchen sein. Da liegt noch eins. Da liegt noch eins im Schnee. Ich hab's. Hagelsturm bekommen. Das ist schön. Und ein Häuschen. Schauen wir mal. Oh, da liegt noch ein Pokéball. Wow. Ach, da ruhe ich mich mal aus. Als ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich eine VM verloren. Hätte ich die versteckte Maschine Kraxler, könnte ich jetzt die Felswände hinaufklettern. Was? Ach so, du hast sie verloren. Dann liegt die hier irgendwo. Jetzt fällt sie mir ein. Könnte es das hier sein? Kraxler? Kraxler! Ich weiß gar nicht, ob ich außerhalb des Kampfes Kraxler schon einsetzen kann. Aber ich möchte Kraxler... meinen Lieben. Die ist nämlich gar nicht so schlecht. Zell erlernen. Mein Gott. Es ist so warm heute. Nein. Nein. Okay. Das ist nicht so schön. Ja, überlegen wir uns noch was. Na, das ist doof. Schauen wir mal, die eine Seite ist auch noch ein Häuschen, wie ich merke. Das Häuschen, Häuschen. Und eine Trainerin. Eine Person, ein seltener Anblick. Vielen Dank für deinen Besuch. Ein Geschenk kriegst du hier. Ein Bandstecker. Was macht das? Ja. Ein Item zum Tragen. Ein fieser, unheimlicher Sticker der Attacken von Typ Geist. Erleuchtet. Sehr schön. Ja. Ich glaube, da oben ist nichts. Außer Gras. Woher ich das weiß? Ich weiß es. Wollen wir mal hier schauen. Wir uns irgendwie hier durchschleppen. Durch diesen schönen, wunderbaren Schneesturm. Ah, da ist ja einer. Mein Freund. Ha, der hat mich nicht gesehen. Das ist auch gut so. Seht der Stärke. Wir sind on Kurs. Wir sind da. Endlich. Und werden sofort angegriffen. Nochmal ein Duell mit einem ASS-Trainer. Rin wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ein Mädchen. Naja, gut, die längeren Haaren halt, ne? Kampf gegen Vegeta und Mark Brandt. Das ist jetzt nicht gerade so toll. Da ist ja leider jetzt... Was machst du? Was machst du? Leider ist Piccolo draufgegangen. Ich mache jetzt Freezer mit Absicht. Wegen Erdbeben. Da möchte ich jetzt nochmal so richtig ordentlich rein. Sehr blöd. Komm her. Komm her, mein Süßes. Mamute. Mamute. Mit Erdbeben werde ich dieses Pokémon ins Reich der Donuts schicken. Yeah. Gute Bodenattacke. Sehr gut.
100 Genauigkeit, das macht's doch immer hot, sexy und knuffig vor allem. Level 37, wow. Also die Trainer haben hier echt was in der Hose, sag ich dir. Und Trainerinnen auch. Wie rede ich mich heute wieder raus? Nikada. Mach Slitzy TV. Los, Slitzy, du bist dran. Mach mir alle Ehre. Slitzy! Level 40. Nikada, ich will mit dir spielen, aber es ist richtig kalt. Das glaube ich dir. Kalt ist nie schön. Kälte nie. Es hat keine Wirkung auf Nikada. Schade. Dann mache ich es halt einfach mit meinem Wünnebär-Knirscheweg. Ich glaube nur drei, oder? Na also. Dann können wir weiter feucht, fröhlich, frühen. Jetzt komm. Komm. Ist ja gut. Ist ja gut. Mit dem Heiligstab. Ist ja gut. Ist ja gut. So. Knirscher. Ja. Nom, 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 nom. Schade. Kein One-Hit. Willleser. Ich kann dich sehen und lesen. Ich kann auf dich zielen und meine nächste Attacke wird 100%ig dich treffen. Das wäre ganz gut für Blitzkanone, sag ich euch. Ist kein guter Tag für den Kader. Sudele, Ninkada ist besiegt und wir können weitermachen. Mareike, ach, das war jetzt aber ganz schön ein lebendiger Kampf. Will ich raus? Raus, raus, raus. Kurate, ich bin ein wandelnde Sauna. Komm, wärm dich an mir. Nein, ich habe mein Pariri-Schuh. Pariri. Und mein Mammutel. Wir sind eine ganze Familie, weißt du? Ich und meine Pokémon sind Familie. Ui, Flemmi. Hallo. Willst du mich lieb haben? Nein. Aber sei jetzt nicht deswegen böse, dass ich dich nicht lieb haben möchte, aber mein Team ist leider schon voll. Oh, Flemmi. Wache zu stehen ist eine sehr wichtige Aufgabe. Ich werde die Sache sehr gut machen und dafür ein Pipi verdienen. Wie wär's mit der Seos? Wäre auch nicht schlecht. Wir sind hier, damit die Arenenleiterin von Blitzach uns nicht stört. Wenn die kommt, macht sie euch weg. Okay, wir können hier nicht weiter. Sehe ich gerade. Diese Flemmi läuft mir immer noch nach. Es will auch auf meine Schulter. Das Blöde, du bist ein bisschen schwerer als Pachirisu. Pachirisu ist federleicht. Und warm. Und verschmust. Ja. Sehr. Ist da was? Na gut. Na nicht. Oh. Ja, was macht mir bloß Angst, du? Wie heißt nochmal die erste Entwicklung? Traumagil ist die zweite und... Keine Ahnung gerade. Tut mir leid. Oh. Ich will beenden. Aber ich wollte noch zur Stadt irgendwie. Ich wollte zur Stadt. Und dort den Sieg meines Lebens vorführen. Die Arenenleiterin von Blitzach. Blitzach, Blitzach. Schon gut. Gut, wir machen das. Bevor ich mich verabschiede. Für das erstmal. Ja. Ja, komm. Oh, ist das... mühselig. Na, jetzt sind wir dort. Navigationssystem sagt, wir sind jetzt endlich in Blitzach. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Part. Bye. Fasch. Denkt daran, euch warm anzuziehen.